Wer ist da? Noch ein Sterblicher, der meint, dass er der Herausforderung gewachsen sei. Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt's wieder ein neues Gameplay. Und ja, wie ihr schon gelesen habt, Anubis Challenge heißt das Spiel. Der Entwickler heißt Nobleman VR. Und ja, Dankeschön für das Spiel hier, dass ich das testen darf. Ja, wie ihr auch gehört habt, das Spiel ist komplett auf Deutsch. Das ist echt selten in VR, deshalb erwähne ich das extra. Ja, der Look sieht so Comic-Stil-mäßig aus. Werden wir aber gleich mal schauen, wie unsere Gegner so aussehen. Wir werden aufgefordert, das Schwert aufzuheben. Das machen wir jetzt auch mal. Okay, zieht so ein bisschen Luftschlieren hinterher. Machen wir das mal kaputt. Zur Steuerung, es gibt noch keinen Snap-Turn. Ist eventuell geplant. Free Locomotion leider auch nicht. Aber vielleicht wird das alles noch nachgereicht. Müssen wir abwarten. Das Spiel kostet, glaube ich, 12,49. Gibt es im Steam-Shop. Ja, schauen wir uns mal genauer an. Halte den gezeigten Knopf auf eine Position. Achso, okay. Ja, so teleportieren wir. Wow, das sieht schon cool aus. Da gibt es sowieso viel zu wenig Spiele mit so ja, Ägypten-Look von früher, Pharaonen. Da kann echt mehr rauskommen in VR, finde ich. Boah, wie riesig die Statuen alle aussehen. Wow. Okay. Das wird Anubis sein. Wo bleibt dein Anstand? Knie gefälligst nieder, wenn du vor einem Gott stehst. Okay, dann knie ich mich mal nieder. Wie respektlos von dir. Sorry. Weißt du nicht, wer vor dir steht? Ich bin Anubis, Gott der Einbalsamierung und Wächter der Portale. Hör mir zu. Ich höre. Der Gott der Unterwelt hält mich hier gefangen. Er legte mich in magische Ketten. Seither entziehen mir diese Ketten Stück für Stück meine Macht. Es ist zu offensichtlich. Seth will mich beseitigen, um die Welt des Seins zu erreichen. Gelingt ihm das, bleibt Chaos, Verwüstung und ewige Sklaverei. Um dieses Schicksal zu verhindern, musst du mich befreien. Gerade habe ich genug Macht gebündelt, um dir einen Weg in die Welt der Vergessenen zu öffnen. Gehe durch das Portal, suche den Ursprung der magischen Ketten und finde ihre Schwachstelle. Du musst die Ketten um jeden Preis zerschlagen. Geh jetzt, bevor das Portal um meine Kraft schwindet. Okay. Also zur Info, ich kann das Schwert nicht wechseln momentan. In die andere Hand oder so. Also müssen wir es erstmal links halten. Es gibt aber nachher noch eine Pistole zur Info. Die kommt dann in die andere Hand. Boah, riesig. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir den befreien. Aber lassen wir uns mal überraschen. Okay, ich würde sagen, wir werden erwartet. Okay. Sende Projektile mit deinem Schwert zurück. Welche Projektile? Irgendwas passiert doch jetzt hier, oder? Oh, da passiert was.
Oh. Das sind die Schergen von Seth. Es muss einen Weg geben, den Gegner zu bezwingen. Vielleicht kannst du die Feuerbälle mit deinem Schwert abprallen. Habe ich gemacht. Ich habe aber nicht getroffen. Ich sag, wie Tennis spielen. Der trifft Versuch, aber. Versuch, mit deinem Schwert die Feuerbälle auf den Gegner zurückprallen zu lassen. Oh, der hat mich getroffen gerade, aber ich habe ihn auch getroffen. Eine Energieanzeige habe ich jetzt hier nicht gesehen. Jawohl. Das war's. Oh, da passiert noch was. Zwei jetzt auch noch von euch. Ist klar. Das kann hektisch werden. Boah. Oh, gleichzeitig sechs Bälle ausweichen oder zurückschlagen ist. Okay, jetzt kam die Zeit versetzt. War schon ein bisschen besser. So, weg mit euch. Man öffnet mir die Tür. Ah, hab ich doch gesagt. Ist ja gar nicht schlecht, das Teleportationsprinzip hier. Aber ich finde, Free Locomotion sollte auf jeden Fall rein. Was ist das jetzt? Oh, da... Wow! Ist klar. Und ich vermisse Snap-Turn, weil ich stehe lieber zu der Wand, wo ich sehr viel Platz habe. Okay, Leute, erwartet jetzt keine Schwertsimulation hier. Ist wirklich mehr arcadehaltig. Aber macht trotzdem Spaß. Oh, wenn ja mal mehr hier. Okay. Komm her. Sehen aber irgendwie cool aus, die Gegner. Machen wir mal alles kaputt hier. Na komm. Ja, Trefferzonen haben. Okay, da kommt nächste Gegner. Also cool wäre echt, wenn man die wechseln könnte. In die andere Hand mal. Oh Mann. Schalten wir erstmal den Einzelnen hier aus. Der hat mich getroffen. Boah, der hat schon mehr eingesteckt. Wo sind sie? Versteckt ihr euch oder was? So, da muss es jetzt gewesen sein, oder? Jawohl, hört sich so an. Und da ist schon die Waffe, von der ich gesprochen habe. Also vom Look her sieht es echt cool aus. Seht ihr da hinten diese, ja, sieht aus wie Wespennester große. Gefällt mir. Okay, schnappen wir uns mal die Waffe hier. Benutze den Trigger, um zu feuern. Du kannst die Waffe nachladen, indem du das Touchpad drückst, alle Pfeile nachlädst. Ah, cool. Also nachladen geht automatisch per Knopfdruck und... Oh, da kommt schon... Oh, da kommt eine Wespe, glaube ich.
Stirb! Okay. Zielen ist echt schwierig. Aber da man sieht, wohin der Pfeil geht, kann man da relativ schnell nachjustieren. Ja, der hat gesessen. Schnell nachladen, nachladen, komm. Lassen wir mal einen näher kommen. Gucken wir mal, ob wir den auch mit dem Schwert. Jawohl, den können wir zerteilen. Ach so. Die weichen auch noch aus. Okay, die brauchen zwei Treffer. Nein, ich habe nicht nachgeladen. Okay, mit dem Schwert war es gar nicht so schwer. Okay, jetzt haben wir wenigstens eine Waffe. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht erwartet uns hier irgendein Schatz. Nein, nicht wirklich. Okay, kommen wir mal zur nächsten. Okay, hier geht es bestimmt gleich rund, weil da wieder so ein Ding hängt. Gucken wir uns erstmal das Level hier an. Oh! Boah, Headshot! Okay, Kopfschuss sind die direkt down. Der auch, cool. Nicht mit mir. Nicht mit Tupac. Das Nachladen gefällt mir tierisch. So. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Also man wird auch vorgewarnt, dass der letzte Pfeil da ist. Gucken, dass hier nichts von links kommt. War knapp. Die können sonst gefährlich werden, wenn die uns hier vollballern mit den Feuerbällen. Was ist das? Okay. Dann geht's weiter. Oh, ein bisschen größer das Level jetzt hier. Boah, das war ja richtig schlecht geschossen. Nein! Hier hinter uns ist nichts. Oh. Kopf! Der war getroffen. Okay. Da hinten kommt wieder was. Du bist falsch gespawnt, Junge.
Kann man auch parieren? Ah, schade, der hätte eigentlich gesessen. Ach, da ist noch ein Kandidat. Das probieren wir mal. Weil die Schläge irgendwie parieren, können wir mal so machen? Nee. Okay. Müsste ja eigentlich möglich sein. Och. Du schon wieder. Pistole rettet einen schon ein bisschen. Sonst kriegen diese Viecher, die da hinten spawnen. Boah, das ist ja ein Spawn-Festival hier. Und weiter geht's. Oh, da haben wir schon eine Kette. Sieh nur, dort ist ein Teil der magischen Ketten. In der Welt der Vergessenen sind sie bei weitem nicht so stabil. Versuch, sie zu zerschlagen. Okay. Ja, da muss schlag ein magisches auf Schwert die her. Kette ein. Die erste Kette hast du beseitigt. Ich werde dich jetzt zu mir in die Welt des Seins holen. Ab in die Welt des Seins. Sein oder nicht sein. Also, Anubis. Ganz fast und gar gesagt, nicht schlecht. Das hätte ich anfangs nicht erwartet. Dennoch, du bist nicht unbemerkt geblieben. Seth weiß nun, dass jemand mir hilft, meine Macht wieder zu erlangen. Auf der Suche nach der nächsten magischen Kette solltest du dich mehr in Acht nehmen. Bist du bereit für die nächste Herausforderung? Ich weiß, du bist mutig genug, in die Welt der Vergessenen zurückzukehren. Lass uns nicht zu viel Zeit verlieren. Ab in die Welt. Komm. Gucken, wie hart es jetzt wird. Okay, hier sieht es schon ein bisschen finster aus. Errungenschaft. Philistin. Okay, in dem Raum waren wir ja eben. Kommen wir ja quasi her. Okay, jetzt geht's schon los. Oh, das waren schon andere Gegner jetzt. Ja, mit dem letzten Pfeil habe ich ihn dann doch noch getroffen. Wow. Du bleibst mal schön hier, Junge. Sieht ein bisschen aus wie Skeletor. Wer das noch kennt.
Ach, Jungens. Ich dachte, der wäre direkt hinter mir gespawnt, gerade einer. Weil dieser Schuss ging zu mir. Boom, Junge. In your face. Oh, jetzt geht's rund hier. Komm, Junge. Ein bisschen Handarbeit hier. Okay. Was hätten wir? Okay, wir laufen jetzt hier. Oh. Echt rückwärts? Jawohl. Du musst weg, du musst weg, du musst weg. Bei den anderen sehe ich halt gar nicht so kritisch. Na komm. Junge. Fast beim ersten Händchen gehabt. Oh, da kommt was. Okay, wäre zu geil gewesen, wenn ich ihn jetzt mit dem letzten auch noch getroffen hätte. Boah, jetzt geht's los. Nein. Okay, der kriegt uns jetzt. Jawohl, der ist down, oder? Nein, ist nicht down. Jetzt aber. Wow. Ja, voll geil. Errungenschaft freigeschaltet, Butcher. Oder Butcher. So. Wo geht's denn jetzt zur nächsten Kette? Na, die können mir dabei bestimmt nicht helfen. Oh. Das ist natürlich böse, dass die jetzt auch noch neben einem spawnen. Aber sonst wäre es wahrscheinlich zu einfach. Okay, jetzt wird hier nur noch mit dem Schwert gemetzelt. Mein Gott. Fliegen ja fast schon mit meinem Schwert rein.
Was ist denn jetzt hier los? Okay. Exterminator bin ich. Boah. Okay, Leute, das ist jetzt. Das ist nichts mehr mit der Waffe. Boah. Ich versuche weiterhin noch mit der Pistole ein bisschen zu killen, aber da hat man fast keine Chance, irgendwie vernünftig zu zielen. Und jetzt kommt die Königin noch, huh? Ich glaube, da oben habe ich noch einen kleinen Fehler entdeckt und da auch. Ich will eine Schrotflinte haben. Oh, jetzt kommen die auch noch. Okay, dann langsam wird's schwieriger. Oh. Kleiner Tracking-Abbruch, glaube ich. Ach, du machst hier die. Ah, Junge. Das war der letzte Käfer. Ha! Okay, da gehen wir direkt hin. Okay, das ist schon mal gut, dass der wieder weg ist. Komm! Cool wären auch noch so Upgrade-Skills hier. Okay, geht weiter. Mein Gott. Die werden zur Plage hier. So, was ist denn jetzt hier wieder? Oh Gott. Okay. Langsam wird's heftig. Bleib zu? Nein, bleib's nicht zu. Boah, das war extrem wichtig. Ach,
4 von euch. Na komm. Oh. Komm. Treff den doch, verdammt. Okay. Puh. Solange ihr dann nur seid, ist das kein Problem. Also kommt schon der nächste. Unheil. Jetzt auch da bleiben können direkt. Oh, nachladen. Alter! Ist klar! Mann! Puh! Ja, muss auch gewesen sein. Mehr hätte ich ja auch... Jawohl, da ist die... Da ist ja die Kette. Du hast scheinbar die zweite magische Kette gefunden. Sie bröckelt. Ein großer Teil meiner Macht kehrt zu mir zurück. Ich muss mich wieder mit der Welt der Vergessenen verbinden. Warte einen kurzen Moment. Und ich muss auch stärker werden, langsam. Wenn es noch mehr Gegner werden. Da bin ich wieder. Hervorragend. Du bist auf dem besten Weg, Zestplan zu durchkreuzen. Jedoch hast du die gesamte Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Seth weiß nun, dass du eine große Gefahr für ihn bist. Seine Schergen sind ebenfalls alarmiert. Wir müssen Seth aus dem Hinterhalt angreifen. Die letzte Schlacht wird entscheidend sein. Nimm diese göttliche Waffe. Sie wird dich dabei unterstützen. Sei dir bewusst, nicht nur mein Leben, sondern das Schicksal der ganzen Welt liegt nun in deinen Händen. Eine göttliche Waffe. Ha. Jawohl, mit Visier viel und allem. Viel Glück. Boah. Leute, das sieht doch schon besser aus. Danke, Alter.